Einen wunderschönen guten Tag, YouTube, herzlich willkommen. Ich habe euch ein bisschen in den Stich gelassen die letzten Tage. Liegt aber auch daran, dass ich eine Aufnahme gemacht habe und die Musik zu hören war und ich das für YouTube nicht nehmen konnte, leider. Weil es dann Strikes gibt. Wir machen einfach von vorne. Es hat sich nämlich viel getan. Ihr seid auch aktuell wieder mit dem Twitch-Chat unterwegs. Hallo Twitch-Chat, hallo YouTube-Kommentare. Wir haben einiges Neues. Ich glaube, den Fermenter kennt ihr schon. Für die, die das nicht kennen, ist eine Mod. Kleiner Fermenter. Wir machen Silage aus Gras da drin und zusammen mit Siliermittel. 2000 Gras mit Siliermittel ergibt 2000 Silage. Geht auch mit Hexe gut, wir nutzen das aber so. Dann haben wir, achso, wie fangen wir denn hier am besten an? Ich glaube, ich fliege mal hoch, oder? Mach die Musik aus. Bokart, das ist eine gute Idee, aber wenn alles gut funktioniert, ich das richtig eingestellt habe, ist die Tonspur nicht mehr drin für die YouTube-Aufnahme. Wenn das nicht funktioniert, wird dieses Video nie veröffentlicht. Ja, ich fliege mal ganz kurz hoch. Gib mir mal eine Minute. Ich glaube, von oben sieht man am besten, was wir halt getan haben. Ich vertraue mir da sehr. So, ich glaube, so sieht man es ganz gut. Hier ist immer noch der alte Teil, also wir sind immer noch auf der River Bend Map. Hier ist immer noch der alte Teil von Opa Walter, der zahlt immer noch fleißig Miete. Wir können ihn leider nicht vom Hof werfen, deswegen Farmhaus steht. Ansonsten an unserer Halle hat sich nichts geändert. Wir haben Feld 2, 3, 4, 5 gekauft. Feld 2 ist Solo, Feld 3, 4, 5 haben wir verbunden, funktioniert ohne Probleme. Ist immer unser Grünland, also das reicht doch vollkommen aus, werden wir gleich sehen. Ansonsten haben wir Feld 6, 7 und 9 verbunden, wie man sieht. Ringsrum alle Bäume weg, die Frage kam auf Twitch auch des Öfteren. Ja, Kettensäge und unten den Stumpfen mit dem Mulcher Holz haben wir verkauft. Ansonsten sind wir schuldenfrei auf dem Hof. Wir haben keine Kredite laufen. Haben uns alles erarbeitet und ja, cheaten auch eigentlich nicht, kann man sagen. Wenn nichts zu tun ist, stellen wir vor, ansonsten machen wir Lohnaufträge. Also so arbeiten wir. Schreibt mal gerne in Twitch-Chat und auch gerne YouTube-Kommentare, wie ihr das macht. Dann gehört uns die 8, die 10 und eine Zuckerfabrik aktuell. Da sind die ersten Zuckerrüben, aber das dauert noch halt. Weswegen die Aufnahme gerade startet ist, wir sind gerade am Reis setzen und da wollte ich euch mitnehmen, das mache ich jetzt nicht alle Male, aber ich hatte Lust auf ein Reisfeld, das haben wir jetzt uns für die 15 entschieden, haben das gerade abgesteckt, geflutet, wir wollen die 16 mit als nächstes kaufen und hier dann auch Weinreben setzen und so, also ich finde das schon eigentlich, das ist eine ziemlich geile Gegend. Was haben wir noch? Twitch-Chat, habe ich was vergessen, ansonsten wir haben Wasserbüffel und Kühe, warte mal. Abgehoben, er kommt mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir haben Wasser, Büffel und Kühe produzieren. Achso, ja. Hier Milch, genauso wie wir hier jetzt auch Ziegen und nicht nur Schafe drin haben, produzieren auch ein wenig Ziegenmilch. Denn wir haben hier vorne eine eigene Molkerei. Dort wird Büffelmozzarella und ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ziegenkäse. Ziegenkäse, Käse und Büffelmozzarella produzieren wir. Wir haben jetzt so wieder eine Mistplatte, die funktioniert. Wir haben eine eigene Verkaufsstelle, einen Markt. Wir haben einen eigenen Farmmarkt hier vorne mit dran, wo wir alles verkaufen. Haben hier jetzt unsere Reissetzlinge. Verkaufen hier Salat, ist am gewinnbringendsten, haben zwei kleine Häuser. Ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare rein. Das klären wir dann im nächsten Video oder Livestream. Die Maschinen zeigen. Ja, genau. Wir haben ein bisschen aufgerüstet. Lexion war, glaube ich, letztes Mal schon. Wir haben einen Maispflücker. Achso, worauf ich noch eingehen will. Wir haben Schweine. Wir haben hier hinten Schweine und haben hier ein Futtersilo. Ein Futtermischer. Und zwar, wenn wir da in die Produktion reingehen. Alles Mods. Wenn ihr bei mir in den Twitch-Chat reinkommt, Ausrufezeichen Mods macht, könnt ihr die downloaden. Wenn ihr das Safe-Game haben wollt für diese Map und so, kommt aufs Discord. Ausrufezeichen Safe-Game im Chat könnt ihr euch auch gratis runterladen. Stellen wir euch zur Verfügung nach jedem Stream. Gibt es da ein Update. Ich überlege gerade, Alter. Ist so viel passiert. Genau, hier ist die Produktionskette. Hier produzieren wir unser Schweinefutter. Aktuell haben wir 78.000, haben aber drüben sogar noch was. Können wir auch nicht verkaufen. Genauso wie TMR können wir auch nicht verkaufen. Das wäre nämlich halbe Cheaten, muss man sagen. Deswegen ist das nur für die Tiere gedacht hier. Schweinefutter produzieren wir aus 1000 Mais, 500 Weizen, 500 Raps. Ergibt 2000 Schweinefutter. Und TMR machen wir aus 500 Silage, 250 Heu und 150 Stroh, gibt 800
TMR. Die Silage ziehen wir uns halt über den Fermenter und so basteln wir uns das. Dann kommt dazu, also ihr seht, das ist so ein bisschen in Produktion auch übergegangen. Wir sind immer noch broke, wir haben immer noch nur 150.000, aber wir investieren auch. Wir haben eine Getreidemühle für 330.000 gekauft. Hier geben wir unser Weizen ab. Aktuell müssen wir auch wieder, zum Glück haben wir Weizen auch in der Produktion, geben das automatisch rüber, um Brot zu backen. Wir haben gerade Brot weggebracht für 150.000. Brot bringt ganz gut Geld. Wir haben eine Bäckerei gekauft für, oh, ich weiß nicht, wie teuer. Ich glaube, die hat auch 100.000, 130 oder so gekostet, 200.000, keine Ahnung. Ja, das sind unsere Produktionen. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Ansonsten zu den Mods haben wir zeitersparende Bestandsprüfung noch drin, weil es jetzt doch ein bisschen unübersichtlicher wird, kann ich euch empfehlen. Da seht ihr nämlich euren Lagerbestand, aktuelle Preise. Wo? Ihr seht aber auch den Höchstpreis und in welchem Monat. Funktioniert nicht ganz zu 100%, denn der Monat ist nicht richtig. Ihr müsst immer einen Monat zurückgehen. Das heißt, wenn jetzt hier Januar steht, ist der beste Monat der Dezember. Oder hier Februar wäre es der Januar. Das ist irgendwie ein Bug, keine Ahnung. Ansonsten spiele ich immer noch mit meinem Kumpel Mario. Wir haben Luke, meinen Steuerberater, mit hier dabei. Morte, unser Mod, zockt ab und zu noch. Also Mario ist auch, Morte ist auch, ist alles Kumpels. Aber ja, also meistens zu dritt spielen wir hier. Dean war jetzt mal da. Hühner haben wir ansonsten. Eier müssen wir wieder wegfahren, genauso wie Wolle, wie ihr seht. Ich freue mich auf Autoload. Genau. Und ich würde sagen, damit Twitch jetzt auch wieder mit am Start ist, wir setzen jetzt Reis. Dann habt ihr aber erstmal ein Update bekommen. Habe ich irgendwas vergessen, Twitch? Es gibt eine Twitch-Farming-Flagge noch. Ansonsten wollen wir die Tage anfangen, weil das doch, wenn wir hier mal hochfliegen, sehr, sehr kahl ist. Wir wollen ja mal Bäume setzen und so. Das kommt jetzt die nächsten Tage. Das ist schon amerikanisch, aber uns fehlt dann trotzdem ringsrum. Teleskoplader mit Blaulicht. Stimmt, Maschinen wollten wir nochmal. Sorry. Geh nochmal zurück. Aktuell immer noch unser 7R erster Schlepper, den wir gekauft haben, hat 83 Stunden jetzt runter. Der 7810 ist auch da, der Serion sieht aus wie aus dem Minenfeld, der hat ein paar Treffer bekommen, auch noch da. Lexion kennt er. Ansonsten haben wir eine Ropa-Mod, weil wir uns das sparen. Neu, wir haben eine Ropa-Mod. Wir brauchen nur neue Aufsätze, das seht ihr hier zum Beispiel, das ist unser Kartoffelaufsatz. Hier ist eine Kartoffelpflanze drauf, hier ist Zuckerrübe und hier ist Wurzelgemüse und rote Beete, Spinat, Bohnen, was da halt dazugehört, Erbsen, genau. Wir haben einen neuen, ich glaube, den kennt ihr auch noch nicht, einen neuen Pöttinger gekauft, den alten haben wir verkauft. Ballen ist alles alt, wir haben einen neuen Grubber gekauft, größer, weil wir mehr PS ja mit dem Serion und auch mit dem Case haben, den zeige ich euch gleich. Wir haben einen Striegel gekauft, ansonsten ist, glaube ich, alles beim alten Chat. Ja, so, wir gehen vor. Wie heißt die Mod mit der Ropa? Ausrufezeichen Mods kannst du dir downloaden und zieh dir raus, heißt Ropa da drin. Ansonsten sind die meisten, also nicht alle Mods, entweder vom Mod-Hub oder vom Binnen-Mods. Genau, und wir haben uns diesen schönen Case. War ein Wunsch von mir. Ich finde den ziemlich nice, Alter. Und so kommen unsere Case-Freunde auch ein bisschen zum Schuss. Teleskoplader mit Blaulicht. Wir haben Teleskoplader mit Blaulicht. So ein Siebkopf. Mario ist Feuerwehrmann. Mario hat sich den hier gewünscht und gekauft. Für euch, der hat Blaulicht. Aber weil das nicht reicht, der hat doch Horn. So. Das war's zu unserer Rundtour. Wir laufen nochmal rüber. Und fangen jetzt an. Wir haben im Angebot diese Reissämaschine. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Chat, wie heißt denn die? Japan? Iseki? Heißt die Iseki? Iseki. Ich will mal gucken, geht hier ein Längssystem im Wasser? Ja. Aber Alter, was hat denn der da? So einen leichten Versatz drin, ne? Merkt man das beim Fahren oder was ist hier das Problem? Chat. Meint ihr, das funktioniert? Sollte, oder? Die Produktionsübersicht heißt, glaube ich, genau so hier. Wenn nicht, Ausrufezeichen Mods lädst du runter. Zeitersparende Bestandsprüfung. Ich glaube, so heißt die Mod auch. Wir testen mal, ob es alles geht, Chat. Haben wir noch eine hier vorne? Ist hier außen noch eine Bahn? Nee, oder? Wollen wir das einfach freilassen hier außen? Nee, das geht ja auch nicht. Ja, ich würde sagen, ganz außen lassen wir frei, oder? Junge, Alter, kommt mit den Linien hier gar nicht klar gerade.
keine Ahnung, ob es geht. Ich würde sagen, nein. Wollen wir doch erst innen setzen? Ist verbuggt. Pass mal auf, wir nehmen mal Vorgewände weg und setzen erst innen, oder? X auseinanderklappen. Vielleicht deswegen? Nee, ich glaube, es ist wirklich verbuggt, oder? Musste gestern alles per Hand machen. Oh, damit haben wir aber nicht gewettet, ne? Ich guck mal, ob ich, wenn ich Vorgewände ausstelle, ob das funktioniert, denn ein bisschen cooler ist. Ach, es geht Vorgewände nicht aus, wunderbar. Aber das sollte gehen, gucke mal. Denn lieber so, oder? Okay, scheint doch nicht zu gehen. Oder fährt der so versetzt, Chat? Fährt der so versetzt oder ist das einfach buggy gerade? Würdet ihr sagen, der fährt versetzt, oder? Ja, ist ja okay. Diese Pflanze kann nur in Reisfeldern angepflanzt werden. Geht der Fehler auch weg? Chat? Ich habe mir Reis cooler vorgestellt. Fluten war auf 100%. Alles okay, weitermachen. Ist ein Bug. Nee, Fluten müsste auf 100% sein. Wo sehe ich denn das? Die Fehlermeldung bleibt, bis du fertig bist. Ich liebe euch, Science. So, ich will nur mal gucken, ob wir hier einen Versatz, ob das richtig ist so. Ich glaube nämlich nicht. Passt mal auf, ich glaube, ich kenne den Fehler. Der Fehler wird sein, weil nicht ausgeklappt war, oder? Nee, bleib dabei. Okay. Wir fahren mal weiter. Kann der Helfer das hier? Ich will schon ein ordentliches Feld haben, ne? Nur hier ein Versatz macht doch keinen Sinn, oder? Also ich sehe den Sinn hier bei dem Versatz nicht, bei der, ohne dass ich die Maschine kenne. Jetzt stimmt's doch. Nee, 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 nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal, ich geh mal jetzt hier rein. Nee, 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 nee. Also, ohne dass ich jetzt Reisanbauer bin, bin ich der Meinung, hier stimmt was nicht. es gibt keinen Versatz. Angeblich. Ist da was, Alter? Wir fahren das Ding ohne Lenksystem. Ausklappen. Es ist ausgeklappt. Was soll ich denn da noch ausklappen? Geht doch nicht. Also Bug nochmal. Nee. Also Chat, wir lassen das einfach aus, oder? Wir kriechen jetzt Lenksystem raus. Zurücksetzen? Nee. Wie, wenn ich jetzt kein Lenksystem haben möchte. Also auch nicht angezeigt. Wie mache ich denn das jetzt wieder? Muss ich mal ganz kurz muten? Linien ausblenden. Ja. Chat, wir fahren das per Hand, das Feld. Passt das so mit der Überlappung? Ja, ne? Alter, der zieht nach links. Der Kumpel. Würdet ihr sagen, das passt so? Nee, der zieht nicht nach links. Doch, der zieht nach links. Ne, der zieht nicht an. Doch. Stick trifft.
Ja, machen wir per Hand, aber ist doch scheiße mit den Anzeigebug. Das ist seit Anfang an, also ich probiere gerade das erste Mal Raps. Rapsreis. Ist das von Anfang an schon so? Ist doch doof. Ne, seit dem Patch. Ja, aber nur Multiplayer. Aber ich glaube, mit unseren 5 Paletten, also ich kann mich täuschen gerade, aber ich glaube, da könnten wir sogar hinkommen, oder? Fast. Nein, da fehlt Reis. Das soll richtig gut aussehen, ne? Keine Fehlstellen, Chat. Hab gestern 4 Stunden manuelles gemacht. Lass doch unten die Sämaschine. Nee, wir machen Vorgewände separat, oder Chat? Das sieht doch doof aus sonst. Ich glaube, unsere Paletten reichen doch nicht. Ich glaube, die Paletten reichen doch nicht, Chat. Lohnt sich der Alice für Neulinge? Klar. Kannst ja alles lernen hier, ne? Wir sind auch, ne? Wir sind eigentlich fast jeden Tag online, da kann man auch viele Fragen stellen. Und was du nicht weißt, fragst du oder liest nach. Es gibt einen Hilfebereich, der ist sehr, sehr groß hier. Aber hier hinten fehlt ein bisschen Wasser, habe ich das Gefühl, oder? Neustadt. Ich hab's. Also, an die Reisanbauer, habe ich Stickdrift oder ist die Reismaschine verbuggt? Ich wüsste mal gerne, weil ich ziehe nach links. Wenn er mal guckt, ich drücke nix. Er müsste doch Kerzen gerade fahren. Guck mal, er zieht immer weiter nach links raus. Das ist das Feld. Stickdrift haben sie auch reingepatcht. Ja, wunderbar. Sollte mich nicht wundern. Kannst mal schauen, ob die Pumpe angeht. Machen wir mal vorne sind. Wir laden eh gleich mal nach, denn. Zieht richtig nach links hier. Muss komplett gegenlenken. So, wir füllen hier eh nach. Wenn wir hochkommen. Jetzt macht er hier GPS an. Ja, wunderbar, Chat. Neuer Bug. Guck mal bitte. Ich habe voll gemacht und der zeigt unten an nur noch 25%. Hier siehst du aber nicht, wie viel Wasser drin ist, oder? Also man kann hier auch nichts mehr machen, glaube ich. Doch, Wasserstand 64%. Wie fluten wir das denn weiter oder dürfen wir das nicht weiter fluten? Ich kann das gerade nicht weiter fluten. Wahrscheinlich nächsten Tag erst, oder? Ach, ist das eine Gaudi. Bau Reis an, haben sie gesagt. Werd Reisbauer, haben sie gesagt. Guck dir mal an hier. Bin jetzt Reisanbauer in Brandenburg. Aber Wasser fehlt alles. Einfach länger spulen. Na, da kommt aber kein Wasser mehr raus, oder? Warte mal, wir spulen mal nochmal eine Stunde vor und gucken. Wie viel Prozent waren das? 63 oder so? Guck dir mal an hier, wie der kleine Jan auf seiner Reismaschine sitzt. Geil, oder? Oh. Ich muss weiterfahren, der verbraucht trotzdem. Total geil, oder? Geil, das sind meine Reissetzlinge. Ist geil, oder? Hab geflutet. Wir müssen heute noch zweimal abpumpen, ne? Mein Monitor ist gekommen?
Du kennst das Meme dazu nicht. Darf ich dir kurz ein Meme zeigen? Darf ich vor Farming kurz ein Meme zeigen? Chat, kennt ihr zweimal abpumpen von Knossi? Dem nicht. Zeig dir das schnell. Mein Monitor ist gekommen? Der soll morgen kommen. Nee. Oh yeah, Chat. Heute Abend wird hier gebastelt. Ich zeig dir mal schnell zweimal abgepumpt. Zweimal abgepumpt. Viel Bestätigung. Okay, die kriegst du auch so von mir. Deswegen bist du schon so verwöhnt. Gestern habe ich die bekommen, ja. Schatzi, ich hab dich auch so vermisst. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Natürlich kriegst du Bestätigung. Wir haben uns 4 Tage nicht gesehen. Ja. Hat er auch verdient, ja. Hat er verdient. 2-mal abgepumpt. Oh mein Gott, was? Was ist mit dir? Ist mir rausgerutscht. Nee. Doch. Das war keine Absicht. Chat, Alter, kennt ihr den Clip? Es ist wirklich so geil. Auch auf YouTube. Es ist der Hammer. Oh nein, es ist in der Nacht. Mann, Alter. Mann, Alter, Knossi, du blödes Arschloch. Wegen dir. Nein. Mm. Ja, super, Alter. Das Licht ist auch echt ein Hammer hier. Nein. Chat, Alter, das ist doch richtig scheiße jetzt. Och nee, vor allem wir können nicht mal vorspulen, wir müssen jetzt durchziehen, ne? Och nee, Alter. Och nee. Och Chat, Alter. Warum sagt ihr mir, ach Mann, Alter. Reis ist auf jeden Fall, es war einmalig, dass wir Reis anbauen, wir pumpen das alles zurück hier. Junge, der vor allem links, rechts hier will der... Vor allem, wir wirst es ja brauchen, Alter. Wir werden genau dieses Reisfeld heute noch machen und dann ist Feierabend. Um 12 muss ich Frau Farming heute abholen. Seitdem geht da Reis. Ich weiß nicht, Alter, das ist anstrengender Reis. Nennen wir auch so. Sorte anstrengend. Warum hast du kein Licht an? Das ist alles, Alter. Mehr hat das Ding nicht. Kann doch nicht sein. Warum hat er eine Reissetzmaschine? Setzt man Reis nicht in der Nacht? Überleg mal, wir müssen 24 Stunden arbeiten am Tag, damit wir fertig werden und die setzen nur tagsüber den Reis. Oder wächst der besser? Alter. Oh, Rainer Bär, vielen lieben Dank für die 5 verschenkt, mein Lieber. Dankeschön. Ich kann leider nicht auf alle Nachrichten eingehen, weil ich hier die Spur halten muss auf einmal. Vielen lieben Dank für die 5. Ey, ein Glück haben wir dieses kleine Feld ausgewählt, ne? Überlegt mal, hätten wir nicht. Das ist nur Tagesreis. Mm. Tagesgericht Reis heute. Gibt's auch nur am Tage. Abends wird weggemacht. Reis macht so viel Kohle. Macht Reis. Also, Real Talk, ich habe noch nicht nachgeguckt. Bringt Reis Geld? Aber es wäre wahrscheinlich Schwachsinn, das für Reis Mehl zu verpulvern, denn, oder? Weil dann verdienst du ja wahrscheinlich. Also, zum einen bist du da schneller mit Getreidemehl mehr, ne? Oder? Und Reismehl nochmal extra bezahlt. Neumond gesät. Abends wird der Samen in den feuchten Schlitz gelegt. Oh yeah. Die Landwirtschaft ist das Versauteste, was es gibt, ne? Wahnsinn, Alter, was das hier für eine Kackaufgabe ist. Das hätte ich nicht gedacht. Was haben wir jetzt circa? Ein Viertel haben wir fertig. Hat ja keine Kabine, wird am Licht gespart. Aber hier, guck doch mal, hier kannst du doch schön... Aber sag mal, sind das Spurreißer links und rechts, Chat? Oder was soll denn das sein? Sehe ich jetzt erst, sind das Spurreißer? Mike vom Teig, Dankeschön für den 4. Ui, siehst du, gleich verfahren. Dankeschön. Y. Ich muss die Taste für den Controller finden. Ach Mann, Chat, das soll ein perfektes Reisfeld werden. Aber wie markiert denn der im Wasser? Wie soll man das denn sehen? Seht ihr da was vom Spurenreißer? Hm.
weiß ja nicht. Oh, was hat denn hier gemacht? Also ich glaube Reis. Ich bin kein Reisbauer, Chat. Ich sag euch, wie das ist. Ach, der Spurreißer! Oh Gott, Alter. Ich bin kein Reisbauer, Chat. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt man so. Ich hab mit dem Spurenreißer ein Fell kaputt gemacht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Reis ist es nicht. Muss schnell da sein. Du kannst nicht schneller fahren. 7 ist Highspeed. Ich probiere das Ding durchzudrücken auf 20. Da passiert gar nichts. Ja, wir bauen einfach Roggen auf 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 Roggen 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 an. So, jetzt wollte ich aber bei der Pumpe mal vorbeischauen und wir müssen eh hier nachfüllen. Muss das mal abschnallen. Das besser geht. Und wie triggert der nicht so richtig? ...64% hat sich gar nichts dran geändert und jetzt dürfen wir noch im Dunkeln arbeiten, Alter. Hm. Vor allem im Schnee ohne Kabine, Alter. Wie viel Scheiße musst du im Betrieb gebaut haben, dass du im Dezember bei vollem Schnee ohne Kabine ohne Licht Reis siehst? Was hast du umgelegt im Betrieb, Alter? Lexion umgeworfen. Alter, da hast du richtig... Also, das ist ja... Ich würde einfach einen Lichtmast hinstellen. Wir haben die Hälfte gleich fertig. Ich kann das jetzt. Die Tochter vom Chef betrogen. Ach du Scheiße. Junge. Brichst du ihr das Herz, bricht dir die Knochen. Kappa. Nachfüllen ist ein Anzeigebug, haben wir gerade. Vor allem Scheiß war drauf, ob das kreuz und quer wird. Komm. Das ist so. Ich drifte gerade. Da hast du richtig Geburtstag. Also, Chat, hattet ihr mal was mit der Tochter vom Chef? Oder vielleicht auch mit dem Sohn vom Chef? Nö, ist meine Tochter. Ja, bei mir ist auch die eigene, ich sage euch ja da. Der erste Freund. Lernt, bevor er mich kennt, lernt den Meinungsverstärker kennen, Kappa. Zeig dir. Am Vertrag mit meiner Tochter. Bis 14 wird nie geheiratet. Tochter? Nee, nur mit der Frau vom Chef. Auch gut, Alter. Ah, da fährt man dann noch im Dezember unter Schnee, ohne Kabine, ohne Licht, Reis. Na, ist so mit Lexion. Das wäre meine Schwester, also nee. Ah, würde ich jetzt so nicht sagen. Andere Länder, andere Sitten, Kappa. Oh, Alter. Georg. Moin, Finn. Also, wir schaffen genau 4 Bahnen, dann müssen wir nachlegen. Aber ich glaube, wir müssen definitiv nochmal was holen. Hans Alan grüßt. Chaddy muss jetzt aufhören. Hört auf damit jetzt. Gib mir nicht immer Zunder. So wie im Saarland, wo der Stammbaum ein Kreis ist, Kappa. Saarländer hier? Hör auf jetzt. Hast du noch YouTube an? Oh, das war doch mit der Monetarisierung. Vielen lieben Dank an euch, Chad. Danke. Weißt du, ich hätte 5 Euro bis 10 Euro mit dem Video verdient. Das war's jetzt. Ihr seid doch so kacke, Alter. Tschüssi, Monetarisierung. Hi, YouTube. Jo, läuft noch. Genau 29 Minuten. Ist Saarländer? Ah ja, ist ja nur Spaß. Das war's. Das war's. YouTube sieht das immer ein bisschen ernster als Twitch, muss man sagen. Och, Alter, Junge, der driftet da hier, der kann. Ah, nee, hat er, glaube ich. Nee, ich glaube, da fehlt ein Stück. Da tut mir leid, ich muss mal ganz kurz zurück. Das soll ein richtig gutes Reisfeld werden. Ja, das ist im Paramedic, das ist so.
Das ist auch in Vorstädten von Berlin so. Ich kann das Wort nicht aussprechen, aber es gibt einige Schwager. Und hört auf, das jetzt hier reinzuschreiben. Das ist auch bei uns so. Moin Moin Agargame zurück. Schöne Grüße aus Marvelland. Ich mach gleich mal rechts das Vorgewende schon fertig. Junge, der dreht mir aber hier auch. Guck mal, wie der driftet teilweise. Also Reis ist, glaube ich, schwierig. Was kochst du aus deinem eigenen Reis? Oh, Chat, wenn wir jetzt Reis heute Abend essen, was gibt's dazu? Ich hätte Lust auf ein Frikassee. Schönes Frikassee mit Reis. Hm. Ansonsten auch gefüllte Paprika mit Reis. Oder Kokoshühnchen mit Reis. Hätte ich auch Bock drauf. Agargame, Alter. Vielen lieben Dank für den 29. Monat. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Curry. Tokyo Drift Reis Edition. Geschnetzeltes geht immer, oder? Gibt's eigentlich Probleme, wenn das nicht zu 100% geflutet ist? Oder ist egal, Hauptsache ist Wasser drin? Ne? Ich habe keine Ahnung von Reisanbau. Hab ich noch nie mit beschäftigt. Auch jetzt im Nachgang nicht. Hat mich nicht gejuckt. Ich dachte, denke ich... Oh, wir sind leer. Wir sind leer, Chat. Bei den längeren Bahnen ist es ein bisschen schwieriger. Wird nicht mehr. Alles okay, so 64 ist normal. Okay, perfekt. Achso, wir müssen ein Stück vorfahren. Ja, wird nicht ganz reichen, ne? Ich glaube, 10 Paletten wären es... Ah, doch, könnte was werden mit 10 Paletten. So, sind wir jetzt voll? Oder geht da noch eine Lage oben rauf? Voll, ne? Würde ich auch sagen. Ja, auch an YouTube-Reis ist jetzt nicht so spannend, wie ich dachte, ne? Vor allem im Dunkeln. Da haben wir uns ja komplett alles versaut. Machen wir Vorgewende hier fertig. Ein bisschen am Drift. Ich mag Risotto-Reis am liebsten. Lieblingsreissorte, Chat? Also am allerliebsten, wenn ich mir einen Reis aussuchen kann, das ist ein Risotto-Reis. Ich finde den halt universell ganz geil. Hast du mal keinen Milchreis zu Hause, nimmst du einen Risotto-Reis. Kannst den aber auch richtig geil würzig machen, richtig schön schlotzig mit Parmesan und Butter schön und Brühe schön hochgezogen. Aber ich bin ein riesen Risotto-Fan, ne? Uncle Benz? Ich habe in meinem Leben... bestimmt mal Onkel Benz gegessen, aber vielleicht ein einziges Mal. Ansonsten noch nie Onkel Benz Reis gegessen. Ich weiß es nicht. Das soll wohl ein Bug sein, alles Stein. So wie alles andere in diesem Spiel. Gefühlt. Ach, Mann, ey. Das soll wohl leider auch wieder ein Bug sein. Basmati Reis? Jo, Basmati ist so von den normalen Sorten auch eine sehr, sehr gute, ne? Nee. Das zählt als Langkorn eigentlich, ne, oder? Basmati? Und Risotto halt als Rundkorn. Patch hat das wohl nicht behoben, nein. Mr. Marpi, auch an dich vielen lieben Dank für den zweiten Monat. Herzlich willkommen, Dankeschön. Erste Mal im Reisanbau.
haben wir gerade so mega viel verbraucht hier auf der Bahn. Werdet ihr Reis versuchen oder ist auch nicht so euers? Also ich bin schon gespannt, wie das wächst. Ich habe auch keine Ahnung, was wir da machen müssen noch. Ich glaube, ansonsten war es das so beim Reis, oder? Haben wir da noch Pflegemaßnahmen oder so? Gyros ist auch geil. Ah, Gyros, Alter. Müssen wir noch irgendwas machen hier beim Reis dann? Kann ich verstehen mit dem flachen Feld. Naja, ja, Wasser, Pumpe, aber ansonsten muss noch irgendwas gemacht werden, muss jedes Mal, ja, ja. Ah, immer geflutet, das ist klar. Wir sind schon wieder leer, wir sind doch nur eine Bahn hoch und runter gefahren. Warum sind wir denn jetzt auf einmal leer? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir müssen doch nur eine hier vorne fahren. Einfach Pflanzenschutzkanister ins Wasser werfen, finde ich gut. Genauso hätte ich es auch gemacht. Einfach ein PSM-Kanister rein, Feierabend. Finde ich gut. nur noch einmal düngen, schlafen, Wasser auffüllen. Ganz normal mit Düngerstreuer. Können wir ganz normal mit Düngerstreuer rüberfahren. Ja, perfekt. So, wir sind eh gleich leer, aber... Oder ist das ein Bug, dass wir noch länger fahren können? Guck mal, wir sind auf Null. Ne, wir sind leer. Ja, Mario wusste schon, warum der Meeting hat. Oh, ich komme hier kaum vorwärts. Guckt mal, der war nicht voll gewesen davor. Da ist nämlich noch eine Lage drüber. Seht ihr das? Der war nicht voll gewesen. Jetzt ist er voll, auch wenn es ein Anzeigebug ist, würde ich sagen. Er kann keine angefangene Lage auffüllen. Doch, 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 das geht. Mal anschalten. Mal. Guck mal, jetzt ist er voll auch unten. Ich glaube, hier können wir ausmachen. Hier haben wir nur eine Stelle, wo wir müssen. Hier. Und dann hier noch den kleinen Streifen. Ich glaube, das sieht im Hellen schon ganz cool aus. Jetzt im Dunkeln fetzt nicht ganz so. Warte mal, hier haben wir noch eine Stelle, die will ich noch mitnehmen. Haben wir links auch noch Stellen. Warum sind da so viele Freistellen auf einmal? Kann man da erst komplett solo spielen mit guten Progress? Jo, kannst du. Dafür gibt's Helfer. Definitiv. Ich habe bis zu diesem Jahr, außer ich habe mit Zuschauern zusammengespielt, immer auch selber solo gespielt. Ja, ja. Und ich habe sogar ohne Helfer gespielt die ganze Zeit immer sonst so. Chat, haben wir die Hälfte fertig? Bisschen mehr sogar, oder? Und er sagt einfach ja. Einfach ja sagen. Oh, wir lehnen uns zurück. Müssen halt leider per Hand machen.
Das Lenksystem funktioniert hier nicht, Chat. Ah, Licht ist ein Witz, ne? Ja, wie groß war das Feld, was du gemacht hast? Größer, oder? Bin gespannt, ob bei dem Ernter denn das GPS geht, aber ich denke mal schon, da sollte keine Probleme geben. Ja, werde ich auch gleich machen, wenn wir mit dem Case nochmal Setzlinge holen. Werde ich den mit Arbeitslicht ranstellen, haben wir hier vorne wenigstens Licht. Weißt du, die Arbeit sieht man denn hinterher nicht, die man gemacht hat. Dann ist es auf einmal da. Welchen Streifen vergessen, Chat, ich kann das nicht. Der innere Monk sagt muss. Ich würde sagen, ich habe mehr als die Hälfte. Ich habe das vorgewendet, ja schon fertig da drüben. Es gibt in Brandenburg jemanden, der hat dieses Jahr Reis geerntet. Soll gar nicht so schlecht gewesen sein. Aber nicht das Verfahren hier. Ich kann gerade nichts zeigen, Schwanni. Wir machen jetzt erstmal das hier. Und das findest du im Baumenü nicht, wenn du die Mod nicht hast. Das ist eine Mod. Dem Futter mischen. Das heißt, du musst dir erst die Mod laden. Moin, moin. Alter, wie der rüberzieht, wenn hier Löcher sind im Boden. Ja, dann muss es irgendwo im Baumenü sein. Dann such mal bitte selbst. Wenn du die Mod drauf hast und das funktioniert alles, dann muss das auch irgendwo sein. Alle mal durchklicken da. Ich weiß nicht, ob es bei Produktion mit drin war. Wenn nicht, gucken wir nach dem den Reis hier fertig. Hab mal nach. So, aber ich glaube, YouTube, ihr wisst jetzt, wie Reis funktioniert, oder? 43 Minuten sollen reichen. Ich sag mal, was sind davon jetzt reine Reiszeit? 30 Minuten? Würde ich sagen, YouTube-Aufnahme beenden, weil ich hoffe, dass das funktioniert hat. Wenn ja, werdet ihr ein Video sehen. Wenn nicht, werdet ihr keins sehen. In dem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Video. Lasst gerne ein Like da. Tschüssi!